Ja, Mama Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Lisa unterwegs und ich bin mal sehr gespannt. Macmillan verspricht immer eine spaßige Runde zu werden. Wir haben folgendes Setup dabei: Bindung, beweise dich. Wer war es? Da vorne war doch der Killer gerade, ne? Ich hab's nicht erkannt. Bindung, beweise dich. Adrenalin und zu guter Letzt botanisches Wissen. Ah, okay, es muss Nemesis sein, weil da hinten schon ein Zombie rumeiert. Dann würde ich mal sagen, let's go. Ich habe eine Regenbogenkarte dabei, denn ich habe aktuell die Archivaufgabe aktiviert, dass ich mit einem äußerst seltenen Gegenstand entkommen soll. Und ja, da das nur auf den Schlüssel und die Karte zutrifft, dachte ich mir, komm, nehmen wir mal eine Karte mit. Ich hätte natürlich auch richtig clever einfach den Schlüssel mitnehmen können, Add-on dran, dass ich den nicht verliere. Und dann wäre schon das Ding gegessen gewesen. Aber ich dachte mir, komm, mit einer Regenbogenkarte machen wir doch nichts verkehrt. Hoffe ich zumindest. So, Nemesis, where you at? Okay, der dürfte den Chris jetzt gesehen haben. Jo, dann können wir hier auf jeden Fall geiern gehen. Diese Blutpunkte gönnen hier. Zack, runter mit dir. Wie gesagt, botanisches Wissen ist drauf. Die anderen beiden rennen dort hinten lang. Na, relativ interessant, dann könnten wir eigentlich hier an den Generator gehen. Hier dürfte einer sein eigentlich, oder? Oder ist er da vorne? Nee. Oh, die rennen beide um die Killerhütte. Puh, das bedeutet Killerhütten. Killerhüttenpalette wird wahrscheinlich dann weg sein. Könnte ich mir vorstellen. Müssen wir also ein bisschen aufpassen. Ah, er arbeitet jetzt. Der Chris wird nicht mehr gejagt. Interessant. Na gut, okay, let's go. Mit Beweise dich halt mega nice auf jeden Fall. Er wird nicht gejagt, er ist einfach nur weggegangen. Die Entitus-Beinchen haben auf jeden Fall nicht gewiggelt. Aber Bindung kann schon mal ganz nice sein eigentlich, ne? Okay, tschüss. Later. Weiß ich natürlich nicht, ob er Tüftler dabei hat. Ah ne, ah, guck mal hier, er hat gerade die Nancy verseucht. Aber warum ist dann der Chris von seinem Generator weg? Vielleicht kam ein Zombie oder so. Das kann natürlich auch immer sein. Upsala, da vorne ist er schon wieder. Ja, da ist ein Zombie. Oh nee. Der arme Boy. So, sie liegt. Er soll da mal ruhig rangehen. Fliegt immer schnell weg, bevor. Hallo. Oh Mann. Wenn er das jetzt gesehen hat, dann ärgerlich für mich auf jeden Fall. Also er wird erstmal gegen den Generator schlagen, treten. Bodycheck, keine Ahnung, was er macht. Okay, komm, runter da mit dir. Oh, Nia, wollen wir direkt, oder was? Botanisches Wissen gibt immer einen kleinen Boost. Der Chris ist in der Jagd. So, sie wird geheilt. Ich gehe mal eben hier hinten hin. Hier vorne haben wir jetzt einen Zombie. Da habe ich keinen Bock drauf. Da kommt der Chris. Ah, Hit ist drauf. Geh mal hier hin. Weiß nicht, von der Zeit her ist schon ein bisschen was vergangen, ne? Ja, 3,5 Minuten. Dritte Person jetzt auch bereits am Haken. Oh, ist der Keller hier? Also so richtig schnell sind wir nicht unterwegs, behaupte ich jetzt einfach mal. Nemesis. Geht wieder brav weg, so kennen wir ihn. Andere Person kommt auch. Jetzt ist die Frage. Ne. Oh, er will zurückkommen. Geh nach rechts. Nice. Okay, den habe ich einmal hier mir gegönnt. Jagt er mich? Jo, der will mich haben. Ich gehe mal auch einfach davon aus, dass er Barbecue und Chili dabei haben wird. Ich würde ganz gerne vom Keller wegrennen. Mist. Falsche Seite. Er geht weg, oder? Ja. Okay. Dann baller ich mir mal den Impfstoff rein. Von nichts kommt nichts. Was soll der Geiz? Da liegen noch so viele hier. Alle Truhen sind noch da, Leute. Da kann ich mir doch mal eben hier kurz eine Injektion gönnen. Das ging schnell, wie sie gerade down gegangen ist. War sie noch verletzt, die Nancy? Nee, oder? Wovon denn? Hm.
Geh mal eben kurz hier rein. Zwecks Barbecue, dass ich hier nicht gesehen werde. Aber wir sind zu langsam, glaube ich. Zwei Generatoren haben wir erst. Das sind über 5 Minuten schon. Und 4 Leute. Beziehungsweise 4-mal. Hing jetzt bereits jemand am Haken. Jetzt kann mal jemand anders helfen gehen. Ich könnte natürlich auch mal gucken mit Totems. Da vorne wäre noch ein Totem. Hast du mich gerade jetzt im Fokus? Du bist doch ein Blödmann. Oder eine Blödfrau wohl eher. Ah, gut, okay. Wo war das Totem? Hier hinter, ne? Ne, hä? Da. Okay, weg damit. Runde dürfte eigentlich schon relativ solide sein, ne? Wir haben ein paar Leuten geholfen. Narratoren haben wir auch jetzt beide mitgemacht. Und ich habe ja Beweise dich dabei. Das gibt ja nochmal die Bonuspunkte dann für Koop-Aktionen. Aber ich sehe noch nicht bisher, dass ich mein Dingens fertig bekomme, wenn ich ehrlich bin. Dass ich meine Aufgabe fertig bekomme, den äußerst seltenen Gegenstand hier rauszuholen. Aber hey, ich lasse mich überraschen. Falls es in die Endphase geht nachher, können wir ja auch immerhin die Luke sehen. Mit der Map. Ich habe auch einen grünen Stempel drauf, also die Reichweite, in der ich das einzeichne, ist auch nochmal ein bisschen was größer. Chris wurde erwischt. Da vorne hat doch eben auch jemand... Hat da jemand am... Ne, da ist kein Gen. Hm. Hat der denn da gemacht? Hat er ein Totem gemacht oder so? Ich weiß es nicht. Naja, gut, okay. Nächste Person hängt. Auch schon das zweite Mal jetzt. Aber wenn er hier hinten herkommt, hier ist nicht so viel, was ich machen könnte irgendwie. Am Rumsneaken. Oh, shit. Da habe ich gerade nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Scheiße. Ja, muss los, Nemesis. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Mann, 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 da schmiert Nancy ab, ohne es zu wissen. Wie geht er? Ja, hier ist so ein Kack-Zombie. Jetzt werden die Zombies gleich wieder zu... Okay, alles klar. Ich dachte, der Zombie wird jetzt wieder zum MVP, wenn ich ehrlich bin. Und blockt mir da den einen Weg ab. Gut, Chris. Gerettet, hochgeheilt, was will man mehr? Ah ja, 3 Gens wäre noch ganz nice. Ich arbeite da mal wieder an einem. Ich frage mich, was meine Teammates die ganze Zeit machen. Da muss doch mal Pling machen hier. Was ist da los? 8 Minuten, 2 Gens. Oh mein Gott. Das Problem ist, mit jeder Jagd, die die anderen Leute machen, wird es immer weniger Paletten geben. Und wenn wir nachher gejagt werden, haben wir gar nichts mehr. Womit wir uns irgendwie den Hintern retten könnten. Ah, nicht schon wieder jetzt. Mach doch nicht den, ey. Oh. Okay, Chris ist tot. Ich will trotzdem ein bisschen näher ran. Zwecks Barbecue. Klingen. Da hat's Pling gesagt, Nemesis. Geh doch mal gucken. Na gut. Der hat seine Zombies im Blick. Schade. Hätte ja gut sein können, dass er es vercheckt. Ich hätte es mir ja gegönnt, muss ich sagen. Aber er scheinbar nicht. Oh, okay. Dachte ehrlich, dass er für den Hit geht. Okay, pass auf. Mein Plan ist jetzt einmal da hinten hinzurennen. Ich werde wahrscheinlich einen Hit bekommen, aber... Ah ja, doch, er hat gesehen, dass da jemand arbeitet. Hinten der Generator ist so schön weit. Da war auf jeden Fall auch schon jemand dran. Wäre cool, wenn er den fertig machen könnte. Und ich arbeite hier ein bisschen weiter. Da hinten war doch jemand, oder? Ja, okay, nice, nice, nice. Oh, Leute, vielleicht schaffen wir es da doch noch. Guck mal, es ist nicht mehr viel, was fehlt. Sie darf halt jetzt nicht umgeklatscht werden, sonst habe ich ein Mega-Problem, dass es wieder hier knallen wird. Komm schon, Nancy, halte durch.
Sie hat nochmal den Free Dingens bekommen, den freien Boost, weil er sie infiziert hat, oder? Nancy, jetzt mach nicht den, du Anti-Mate. Easy. Nice. Schön. So, da hinten soll die Reise hin, oder was? Da hinten. Da oben rennen die, oder? Ja, da kommt die Nancy angerannt. Na gut, pass auf, dann machen wir mal. Dann gehen wir mal eben so hier weg. Oh, habt ihr das gesehen? Da hat sie sich nochmal einmal den Arsch gerettet. Ah, jetzt ist sie down. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Die Sache ist, da geht die Reise direkt in den Keller. Ich habe immer noch ein bisschen Sorge wegen Barbecue und Chili, wenn ich ehrlich bin. Oh, drüben wurde aufgemacht. Okay, okay, okay. Weiß ich, wo die Luke schon ist? Ah ja, oben auf dem Berg. Okay, wenn der andere... Ja, wenn der andere rausgejagt wird, genau, dann können wir durch die Luke gehen. Ha! Da kriege ich aber leider keine Bonus-Blutpunkte mehr, denn die Zielkategorie hatten wir sowieso schon voll. Beweise dich, sei Dank. Es sind noch zwei Leute rausgekommen. Ich bin ganz ehrlich, habe ich nicht mehr mitgerechnet. Aber hey, wir haben den Beutesammler fertig und dann können wir direkt... nice. GG. Nice time, play in team. Was? Thanks. Have fun, guys. Oder so. Weiß nicht genau, was da los ist. Okay, schöne Runde auf jeden Fall, Leute. Heute Abend startet das Event. Wir sind auf jeden Fall heute Abend auch live, wenn ihr Bock habt. Auf 17 Uhr legen wir los und es wird höchstwahrscheinlich ein relativ langer Stream heute. 17 bis 24 ist geplant, also da können wir auf jeden Fall schon mal direkt das Event ein bisschen reingeiern. 1 Million Blutpunkte habe ich jetzt auf jeden Fall vorbereitet. Jetzt haben wir noch eine weitere Aufgabe fertig. Da können wir direkt Jill oder Leon leveln, einen von beiden, mal schauen. Und dann gibt's die Tortenschlacht, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ja, wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin macht ihr euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Danke natürlich auch an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Danke an Tossi. Und ja, bis heute Abend, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.